Also wir sind jetzt hier ab Kelsnoer Leuchtturm. Aha. Das ist die Südspitze von Langeland. Hier geht der große Belt hoch. Da geht es nach Deutschland. Und wir sind auf dem Weg nach Geza mit einem Kurs von ungefähr 100 Grad. Und einer Geschwindigkeit von zurzeit 2,6 Knoten durchs Wasser. Wie schön! Was, ja, viel zu wann sind wir dann in Geza? In Geza sind wir dann ungefähr in 20 Stunden. Wird mit lang, ne? Ja, vielleicht sollten wir auf der Hälfte in Rödby erstmal eine Pause machen. Alles klar. Oder wir nehmen die Säge weg und versuchen es dann doch mit dem Dieselstrom. Obwohl wir natürlich als alternative Energienutzer Genau. Viel schöner fahren. Außerdem ist das viel ruhiger. Das stimmt. Und billiger. Genau. Aber das kostet uns einen Tag. Also wir können ja nochmal einen Augenblick überlegen. Großsegel dazu zu machen und wahrscheinlich sowieso nicht. Wo kommt denn der Wind her? Doch. Das wird nicht gut. Wir zeigen jetzt nochmal schön ein bisschen Langeland. Und zwar zeigen wir jetzt, was hier ein wunderschönes Wetter eigentlich haben. Da liegt die Sonne knallt seit Tagen hier auf uns. Deswegen aber auch Hut auf.